Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, Studenten und Departmentleiter der Academy of Life. Als Vorstand der Siemens AG Österreich darf ich Sie im Namen des Unternehmens bei der Academy of Life in unserer Siemens City herzlich willkommen heißen. Seit 12 Jahren bitten wir nun in regelmäßigen Abständen Persönlichkeiten vor den Vorhang, um frei nach dem Motto von den Besten zu lernen, zu fragen, wie haben Sie das eigentlich gemacht, was Sie so erreicht haben. Es war und ist das erklärte Ziel der Academy of Life, Inhalte außerhalb von festgelegten Lehrplänen zu vermitteln, nämlich Inhalte, die durch eigene Lebenswege und Erfahrungen gelehrt werden, also durch die Schule des Lebens. Und unser heutiger Stargast ist mit Sicherheit unter allen Anwesenden hier bestens bekannt. Ich freue mich ganz herzlich, heute Abend Reinhold Messner begrüßen zu dürfen. Und er ist der erste Mensch, der den Gipfel des höchsten Berges der Erde, den Mount Everest, ohne Sauerstoff, Flaschensauerstoff erreichte. Und er ist ebenfalls der Erste, der auf dem Gipfel aller 14 Achttausender stand. Er ist Erzähler und Autor, Politiker und Landwirt, Museumsdirektor und ein Pionier für den nachhaltigen Schutz der Bergwelt. Und nun begrüßen Sie bitte mit mir unsere Moderatorin des heutigen Abends, die charmante Barbara Rett, die uns sicher durch diesen Abend begleiten wird. Vielen Dank. Danke herzlich. Danke herzlich. Danke herzlich. Danke herzlich, Herr Direktor Pinzer. Wir haben uns vor einer Stunde zum ersten Mal gesehen und kennengelernt. Er ist nicht nur all das, er ist auch ein unglaublicher Charismatiker. Begrüßen Sie mit mir Reinhold Messner. Für mein Spiel, das ich gespielt habe, braucht es 3 Zutaten. Es braucht Schwierigkeiten, die man überwinden können muss. Je höher die Schwierigkeiten, umso mehr gilt die Besteigung. Umso mehr gibt sie mir auch als Erfahrungsmöglichkeit. Es muss Gefahren geben und die Gefahren darf ich nicht rausnehmen. Und ein Berg ist einfach gefährlich per se, wie man sagt auf Italienisch, also von vornherein, weil die Schwerkraft wirkt, Steine können runterkommen, Lawinen können runterkommen. Ich unterliege der Schwerkraft, das heißt, ich kann runterfallen. Je steiler, umso eher kann ich runterfallen. Also die Gefahr ist da. Und den Gefahren gilt es auszuweichen. Da brauche ich sehr viel Erfahrung und Instinkt. Und dann braucht es noch die Exposition. Das Ganze muss weit weg von jeder Sicherheit stattfinden. Weil 2 Meter über dem Boden kann jeder klettern. Aber 1000 Meter über dem Boden ist das etwas ganz anderes. Also wenn ich dann weit weg bin, hoch oben an einem Berg und unter mir sind 4000 Meter nur Luft, dann bewege ich mich ganz anders, als wenn ich eben in der Kletterhalle 2 Meter über dem Boden klettere. Es gab ja auch immer wieder die Kritik an Ihnen, dass Sie jetzt jenseits, dass Sie andere Ideen einbringen, einfach auch ein chronischer Einzelgänger sind, nicht teamfähig, Egoist, Egoman. Ich hab unglaubliche Bezeichnungen auch für Sie gefunden. Also natürlich Egozentriker, Geschäftemacher und so weiter und so weiter. Sie sind in einer Familie mit 9 Kindern aufgewachsen. Wie sehen Sie sich selbst? Sind Sie der Egoist, der Einzelgänger, als der Sie immer dargestellt worden sind? Sind Sie ein Teamplayer? Sind Sie ein Teamplayer, der es vorzieht, alleine zu sein? Also ich bin hauptsächlich im Team gestiegen. Ich bin nicht hauptsächlich allein gestiegen. Ich habe in jeder Sparte auch Alleingänge gemacht, auch jetzt das Museum. Für die Sie natürlich berühmt geworden sind. Nicht unbedingt. Ich habe das auch gemacht, um zu schauen oder mich selber zu prüfen, ob ich es auch allein kann. Aber nach wie vor gehe ich lieber im Team, im kleinen Team, nicht im großen Team. Ich habe nicht allzu viele Erfahrungen mit großen Teams und ich habe während meiner Aktionen niemals mit einem meiner Partner einen Streit auszufechten gehabt. Wir wären sonst nicht weit gekommen.
Die Streitigkeiten, die entstanden sind, sind ausschließlich nachher entstanden. Und sie sind immer nur entstanden, wenn sie von draußen reingetragen worden sind. Ich habe vielen Leuten in den letzten Wochen erzählt, dass ich Sie heute treffe. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Sie sind mein erster 8000er, muss ich sagen. Ich habe viele Künstler interviewt, ich habe Wissenschaftler interviewt, ich habe Politiker interviewt, aber jemanden wie Sie noch nie. Und alle haben zu mir gesagt, wirklich alle, frag ihn, wie das mit dem Yeti ist. Also jetzt habe ich mittlerweile, weil ich ja ganz viel über Sie gelesen habe und von Ihnen gelesen habe, weiß ich, dass Sie ein Yeti-Buch geschrieben haben und habe auch alle. Trotzdem haben mich alle Leute gefragt, frag ihn, wie das mit dem Yeti ist. Also wie ist das mit dem Yeti? Also jetzt muss ich zuerst mal sagen, das ist die einzige Arbeit, die einen wissenschaftlichen Charakter hat, die ich gemacht habe. Eine wichtige Arbeit. Ich habe 10 Jahre lang daran gearbeitet. Ja, oder 12 sogar. Ja, wenn man alles zählt. Ja. Die Yeti-Geschichte ist eine Legende. Das muss man zuerst einmal wissen. Und es gilt nur die Legende, wie sie im Himalaya erzählt wird. Sonst versteht man die Geschichte nicht. Die Yeti-Legende kam im Westen nicht vor, bis vor 120 Jahren. Dann wurde sie von einem englischen Journalisten aus Asien vom Hörensagen nach Europa gebracht und verfälscht. Dafür kann ich nichts und auch die Einheimischen in Tibet können nichts dafür. Dieser englische Journalist hat einen neuen Namen gefunden und der heißt Yeti. Niemand in Asien kannte den Ausdruck Yeti. Der hat aus mehreren Namen, die er gehört hat, aus verschiedenen Dialekten und verschiedenen Sprachen, einen neuen Namen gebastelt, der heißt Yeti. Wie ist der Name auf Tibetisch? Ich habe mehr als 100 Namen gefunden für ein und dieselbe Geschichte. Okay. Der Himalaya ist 2500 Kilometer lang und bis zu 500 Kilometer breit und in diesem Strich in Hochasien kommt diese Geschichte vor. Ja. Und die Yeti-Legende ist ein Bärenmythos. Das heißt, diese Legende wurde nicht irgendwie erfunden, keine Legende wurde aus dem Kopf geboren, also keine Kopfgeburt, sondern die wurde aus der Natur genommen. Und da gibt es einen Bären, das ist ein Braunbär, aber das ist eine eigene Population, der ist viel größer als der Braunbär irgendwo in Ungarn oder wo gibt es ihn noch, in den Karpaten. Der ist viel zotteliger, weil er ja in dieser Höhe, in der Kälte lebt und den nennen die Einheimischen Schneebär oder Bärmensch. Allein schon, wenn man diese beiden Ausdrücke, übersetzten Ausdrücke, Schneemensch, zusammennimmt, kommt Schneemensch heraus. Und sie nennen ihn Chemo und Dremo und Miti, aber nicht Yeti. Jetzt nennen sie ihn dort, wo der Tourismus diesen Ausdruck zurückgebracht hat und ein europäisches, schräges Bild auf den Yeti zurückgebracht hat, auch Yeti. Und jetzt plappern die Sherpas zum Beispiel genau das nach, was sich die Westler zum Yeti vorstellen. Und damit ist die Geschichte auch in Hochasien verfälscht. Aber sie haben ihn gesehen. Ich habe ihn auch, diesen Schneebären auch gesehen. Ich bin ja monatelang auf der Lauer gelegen mit Nachtsichtgeräten, sonst geht das nicht. Das sind nur nachts draußen. Man muss aufpassen, weil die sind höllisch gefährlich. Die Yetis, also diese Schneebären, leben 5000 Meter und höher, ganz oben. Die gehen wirklich über 6000 Meter hohe Pässe, hinterlassen immer die Fußspuren eines Zweibeiners, weil sie die Vorderpfote in den Schnee legen und die Hinterpfote genau reinlegen. Vermutlich genetisch. Daher auch dieses Menschen, Schneemensch. Ja, dann bleibt die Fußspur eines Sohlengängers, eines Zweibeiners, der viel größere Füße hat und viel weitere Schritte macht als wir. Aber er ist ein Vierbeiner, mindestens auf dem Eis. Aber der hat genetisch vermutlich, das kann ich nicht mehr beweisen, weil ich ja kein Genetiker bin und auch kein Zoologe bin, der hat gelernt im Laufe von Jahrhunderttausenden, wenn die Vorderpfote hält, dann ist drunter keine Spalte. Wenn da eine Spalte ist, geht er rein und geht wieder zurück. Also legt er die Hinterpfote auch vorsichtshalber genau in die Vorderpfote, nicht weil er weiß, sondern instinktiv, weil er da nicht einbricht. Wo und wann haben Sie empfunden, dass Sie wirklich gescheitert sind? Also jetzt ist natürlich in meiner Sparte auch das Zurückgehen, das Nichtschaffen, das Ziel nicht erreichen gilt als Scheitern. Okay. Aber das ist eben, wie Sie es richtig jetzt formuliert haben, nicht ein Scheitern im Leben. Also gescheitert bin ich sicherlich bei dieser Expedition am Nanga Parbat 1970. Ja. Das ist bergsteigerisch vermutlich mein größter Erfolg. Das war die höchste Wand der Welt, die wir durchstiegen haben, in sehr jungen Jahren. Im Grunde waren wir noch nicht erfahren genug, das zu machen.
aber durch den Verlust meines Bruders war das das größte Scheitern meines Lebens. Und auch privates Scheitern in einer ersten Ehe zum Beispiel, das finde ich das wahre Scheitern. Und aber das wahre Lernen? Ja, das sind die wichtigsten Lebensprozesse. Also mir wurde erst mit dem Verlust des Bruders klar, dass das Sterben mit zum Leben gehört. Das heißt, das Leben ist eingespannt zwischen Geburt und Tod. Und nur wenn ich mir bewusst bin, dass ich ein Sterbender bin, kann ich intensiv leben. Vorher sind wir ein bisschen wie Jung Siegfried geklettert. Also wir waren gute Kletterer, wir hatten eine gute Kondition, aber wir sind rausgegangen mit dem unterbewussten Gefühl, wir kommen nicht um. Die Partner von uns, Gleichaltrige, sind umgekommen, also in frühen Jahren schon. Nicht mit uns, das ist nie passiert, sondern wir sind in diese Wand gegangen, die anderen sind vielleicht 500 Kilometer weiter im Westen eine andere Wand gegangen, sind runtergefallen, erfroren, vom Blitz erschlagen worden. Also nicht gerade in Serie, aber doch eine Zahl. Und bei uns blieb dieses Unterbewusstsein, wir kommen nicht um. Wir haben die verrücktesten Sachen gemacht und immer irgendwie, nicht, dass wir mehr Glück hätten, sondern wir haben vielleicht mehr Instinkt, hatten wir auch. Ja. Wir sind auch vorsichtig und wir haben schon das überlebt und noch etwas überlebt und noch etwas überlebt. Und damit wuchs diese Hybris, wir kommen nicht um. Und von einer Sekunde auf die nächste war mein Bruder tot und ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nicht einmal ausgraben, weil ich allein nicht die Kraft gehabt hätte, ihn aus dem Eismassen rauszugraben. Und damit wurde mir klar, natürlich mit letzter Konsequenz, dass der Tod dazugehört. Wie stehen Sie denn zu den Frauen, die da jetzt die 8000er erklettern? Es gibt diese koreanische Bergsteigerin, die das alles mit Sauerstoffmasken macht und Flaschen. Das darf man nicht, muss man schon genau sein. Ich habe ja auch dazu ein Buch geschrieben. Okay, also alle Messnerbücher kann ich nicht lesen. Nein, und es gibt Gerlinde Kaltenbrunner, die Österreicherin. Wie stehen Sie dazu? Also die Frau Kaltenbrunner ist sicherlich die stärkste von den drei Frauen. Ja. Und sie hat vor allem alle 8000 ohne Maske bestiegen, was ja. In ihrem Sinne. In meinem Sinne, richtig. Sie hat es als Dritte geschafft. Die Koreanerin Miss Oh, wird sie genannt, also Oh En-sun heißt sie, hat zweimal Sauerstoff eingesetzt. Aber es war ein bisschen unfair, um nicht zu sagen grob unfair, wie man sie behandelt hat, als sie das gemacht hat. Man hat dann gesagt, sie fliegt immer, ich weiß nicht, mit dem Hubschrauber zu den Lagern. Sie ist am wenigsten oft geflogen von den drei Frauen. Okay. Sie ist nur einmal zum Basislager geflogen. Okay. Miss Endurne Passavan, eine Spanierin, ist öfters geflogen. Frau Kaltenbrunner ist auch öfters zum Basislager geflogen. Okay. Sei ihnen auch unbenommen. Das ist heute an der Tagesordnung. Das ist nicht alle tun es, aber viele machen das. Und Frau Miss O hat immer dazu gestanden, dass sie Sauerstoff eingesetzt hat am K2 und am Everest. Hätte natürlich Frau Kaltenbrunner den Sauerstoff eingesetzt am Everest und am K2, wäre sie die Erste geworden. Das ist klar, weil da hat sie sehr lang versucht, am Everest öfters versucht, am K2 öfters versuchen müssen, bis es ihr gelungen ist. Aber dann die andere so niedermachen, weil die aus einem Kulturkreis kam, der nicht unbedingt große Bergsteiger hervorgebracht hat in den letzten 200 Jahren, weil sie sich nicht wehren konnte, weil sie kaum Englisch kann. Man hat ihr dann unterstellt, sie hätte einen 8000er nicht bestiegen und vieles andere mehr. Und in einer Art und Weise, das grenzte an Rassismus. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt schreibe ich ein Buch darüber. Dieses Buch aber hat es erreicht, dass nachdem Frau Kaltenbrunner den letzten 8000er bestiegen hat, sehr schön übrigens, den K2 in diesem Jahr, dass dann weltweit die Medien alle gleich berichtet haben, Miss O war die Erste, Frau Passavan war die Zweite, Frau Kaltenbrunner ist die Dritte. Allerdings ist sie diejenige, die das alles sauber ohne Maske bestiegen hat. Morgen werden Sie nämlich durchleuchtet. Es sind Arbeitsgruppen, Departments, die morgen über das heute Gesprochene nachdenken werden, selbst daran weiterarbeiten. Margit, was hast du dir ausgedacht für morgen? Was ist eigentlich gute Kommunikation? Was kennzeichnet sie? Was macht sie aus? Was motiviert eigentlich den Solitär, das Individuum, den Individualisten außerhalb, neben, in Parteien, Demokratien, in parteilich geprägten Systemen für sich politisch tätig zu werden? Ich möchte mich morgen in dem Workshop damit beschäftigen, Ressourcenaktivierung durch Grenzerfahrung. Können Erfahrungen
mit der Umwelt, der Umgang mit der Umwelt und der Natur als Gradmesser für den Umgang mit Menschen herangezogen werden. Was ist das Wesen der Freundschaft? Wen kann man einen Freund nennen und warum? Wie unterscheidet sich Freundschaft von Kameradschaft? Der Held als Figur in der Gesellschaft, besonders im 20. Jahrhundert und der Zusammenhang mit Anti-Heldentum. Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie werden es schwer haben, sich zu entscheiden. Das ist so immer ein bisschen wie im Märchen. Alles klingt spannend, alles klingt interessant. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Vormittag und Mittag morgen. Bedanke mich im Namen der Life Academy, dass Sie heute hier waren und bedanke mich ganz vor allem herzlich bei Reinhold Messner. Meine Frage. Vielen herzlichen Dank.